Hey Leute und herzlich willkommen bei Chefküche Homemade. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video. Heute koche ich Süßkartoffelpüree mit grünen Spargel. Das genaue Rezept und die Zubereitung findet ihr wie immer unterhalb des Videos in der Beschreibung. Für ein Abo und Kommentare würde ich mich natürlich sehr freuen. Viel Spaß beim Nachkochen! Als erstes stechen wir die Süßkartoffel mit einer Fleischgabel ein. Wieso machen wir das? Weil wir den Geschmack vom Thymian und Knoblauch in die Süßkartoffel bringen wollen. Dazu legen wir Thymian und Knoblauch zu unseren Süßkartoffeln, geben Olivenöl dazu und salzen das Ganze. Jetzt geben wir unsere Süßkartoffel bei 170 Grad Heißluft, je nach Größe, für 60 bis 90 Minuten in den Backofen. Mit einer Stichprobe erkennen wir, wann unsere Süßkartoffeln fertig sind. Ein zweiter Parameter ist, wenn ihr die Schale schon eindrücken könnt, da sich der Kartoffel zusammenzieht. Nachdem wir die Süßkartoffel aus dem Backofen genommen haben, lassen wir sie für kurze Zeit auskühlen und beginnen dann, sie zu schälen. Um unser Süßkartoffelpüree zu vollenden, geben wir reichlich Butter und etwas Milch dazu und mixen es mit einem Stabmixer zu einer homogenen Masse. Anschließend würzen wir unser Süßkartoffelpüree nur mit etwas Salz. Jetzt schälen wir die Spargelenden und schneiden den holzigen Anteil ab. Anschließend geben wir den Spargel in ein kochendes Salzwasser mit Zitronenscheiben und blanchieren ihn für wenige Minuten. Um die grüne Farbe vom Spargel zu behalten, schrecke ich ihn in eiskaltem Wasser ab. Ihr könnt auch ein Eiswürfelwasser hernehmen. Alle, die auf Fleisch nicht verzichten wollen, können das Gericht mit einer Hühnerbrust, Lammkotelett, Rindersteak oder auch Fisch aufpeppen. Ich habe mich für Ersteres entschieden. Als nächstes grillen wir unseren Spargel in der Pfanne kurz an und würzen ihn mit Salz und Pfeffer. Wichtig dabei ist, dass wir ihn vorher abtupfen. Nun sind alle Komponenten für unser Gericht fertig und wir richten an.
Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Wie ihr wisst, gibt es jede Woche ein neues Video. Und dass ihr keines mehr verpasst, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Mahlzeit und lasst es euch schmecken.